Let's play Crusader Kings 2 wieder im Stream und viel schlauer als wie früher. Ich muss Krieg führen. Krieg ist gut. Also im echten Leben finde ich Krieg relativ dämlich, aber hier im Spiel ist Krieg wichtig. Unterwerfung. Wir möchten dich unterwerfen, junger Mann von Odr von Gotland. Hiermit kriegst du eine formelle Kriegserklärung. Oh, ich kann... Oh! Ich schicke erstmal... Ich schicke meinem Bruder eine Aufforderung, dass er mir gefälligst im Krieg helfen soll. Nicht gut. Mal gucken, ob er mitmacht. Ich glaube, das Problem ist, die sind... Also... die KI ist nicht ganz so geil, wenn es darum geht, Truppen auf Schiffe zu schicken. Muss... Ach so. Der braucht doch kein Schiff. Da ist noch eine Linie dazwischen. Ah, du hast recht. Du hast recht, ja. Wenn hier eine Linie zwischen ist, kann er laufen. Also, nee, Frettchen, die, das hatte ich ja eben... Also, nicht wundern, Menschen, die das auf YouTube sehen, ich spreche zwischendurch noch mit dem Chat hier. Früher war das kein Stamm, oder? Nee, früher hast du Wikinger gespielt und das waren ganz normale, feudale Sachen, aber mit Horse Lords kam auch noch das Stammesystem. Das ist sorry, ich habe jetzt die Pause weggemacht, ne? Ja, klar. Ja, geil, wir haben jetzt... Ja. Was habe ich eben gesagt? Achso, ich mache jetzt Minus momentan, das ist klar. Ja, so geil, mein Bruder kommt mit 274 Truppen. Also, Horse Lords hat das Stammessystem eingeführt. Horse Lords ist eigentlich ein DLC, der sich nur um Ostasien, also quasi Asien, drehen sollte. Aber man hat auch noch eingeführt, dass Irland und Nordeuropa nicht mehr feudal, sondern in Stämmen organisiert ist. Das hat verschiedene Vorteile. Ganz kurz, sorry, Rögenfried ist gestorben. Oh. Rögenfried ist, glaube ich, echt mittlerweile so ein Running Gag, ne? Für uns zwei schon. Warte mal, wieso kann ich... Ach, hier sind diese Plündertruppen dabei, die kann ich nicht zusammenlegen. Wie kann ich denn... Wenn die jetzt getrennt angreifen, ist das Mist. Eigentlich will man eine Armee unter Führung von einem stellen. Ach, das sind die franzinesischen Plünderer. Wie kann ich denn jetzt sagen, dass diese beiden Truppen hier zusammengehören sollen? Hast du eine Idee? Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Ich will die komplette Truppe hier eigentlich zusammenführen. Ja, mach. Das geht nicht, weil da Plünderer dabei sind, glaube ich. Kämpfen die wahrscheinlich gar nicht mit, oder? Oder machen die das? Ja, genau, du kannst deine Plünder... Habe ich doch eben schon mal gesagt. Aber die kämpfen auch nicht mit. Nö. Achso, okay. Dann können die auch wieder nach Hause gehen. So. Das Spiel ist halt einfach dreckig komplex, das kann man nicht anders sagen. Die franzinesischen Plünderer. Ja, und wie gesagt, die Bedienung, die kommt halt... Aha! Ein anderer Zuschauermensch, der völlig neu ist hier, hat dich gerade korrigiert. Er hat gesagt, die gibt es erst seit der Charlemagne-Erweiterung. Oh, Verzeihung. Aber also, ja. Nein! Die Plünderer sind nach Hause gegangen und haben mich dabei auch noch beklaut, die Sackpfeifen. Das habe ich gesagt, dass das passiert, falls ich dich... Aber es ist doch nicht ein Jahr vergangen. Okay, dann... normalerweise dauert das ein Jahr, aber manchmal halt auch, weiß ich, also... Man muss mit denen halt sofort was machen. Also Horse Lords hat Nomadenstämme eingeführt. Oh. Naja, das ist ja nicht schlimm. Wir packen uns jetzt Gotland. Das soll hoffentlich unseres werden. Ach, verdammt, das wollte ich doch eigentlich als... Ich hab das jetzt wieder als Unterwerfungskrieg. Na, mal schauen. Packen wir uns die jetzt erst, oder? Zacke Fair, wie heißt du so? Ich weiß, ich will Namen immer nicht falsch aussprechen. Ich finde das immer gemein. Wenn du dich aber gut auskennst hier in Crusader Kings, dann bist du ja ein guter Tippgeber. Also wir spielen das schon sehr lange. Und der Emil, mit dem ich hier noch zusammenspiele, der weiß das sogar noch viel besser als ich viele Sachen. Aber manchmal... Manches weiß sogar ich nicht, ja, das stimmt. Ich bin tapfer geworden. Das ist auch mal gut. Auf jeden Fall. Genau, Religion reformieren, das wussten wir, dass wir das müssen. Ist halt noch schwierig, weil ein Stück Religion ist im Westfrankenreich, ein anderes Stück davon ist in Sachsen. Und Sachsen wird aktuell von Widukind regiert. Der hat gerade ein krasses stehendes Heer noch, glaube ich. Ja, rein theoretisch könnten wir reformieren, würde ich meine Hauptstadt an Franz abgeben, aber das halte ich für keine gute Idee. Franz hält das für eine sehr gute Idee.
Haha, okay. Also heißt du zack fair. Und das war schon vergeben und deswegen, okay. Ach hier, ich habe schon wieder verrückte Glaubenskrieger hier oben. Ich habe auch gerade meine Truppen bekommen, aber ich kann nicht. Ein zynischer Kommentar nach dem anderen. Ich ertrug's nicht mehr. Ich versuchte sogar Maya zu bestechen, damit sie mit den zynischen Bemerkungen aufhört. Wer ist das? Meine Konkubine. Hört auf, hört bitte auf. Oh, Verlobte kann heiraten. Geilon, wir werden jetzt offiziell Verbündete. Hm. Moment, ich muss kurz mal hier einen Krieg gewinnen. Ah, er unterwirft sich mir. Ratzel. Mist. Ja, das wollte ich eigentlich. Eigentlich wollte ich das ja haben, ne? Ah, ich habe jetzt aber genug Prestige. Ich kann jetzt dem Schergen im Knast kann ich seine Region abnehmen. Der Kollege hier, dem kann ich den Titel entziehen. Seine Meinung verschlechtert sich, aber er ist ein Verräter, deswegen kriege ich das. Das kostet mich 50 Prestige und zack. Habe ich einen Vasallen weniger und eine Region mehr. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Wo ist denn das hier? Lappland. Da, hier oben. Ach, ich habe Lappland gekriegt. Wow. Na gut, es ist sehr groß, kann aber nichts. Was? Noch mehr Verlobte können heiraten? Die haben doch schon, das haben wir doch schon gesagt, ne? Was? Moment, was kann ich übernehmen? Ich kann ein Jarltum übernehmen. Dann hätte ich einen Anspruch auf Tierst. Ach, das ist aber für meinen Bruder, ne? Sehe ich ja nicht. Oder? Ja, ich kann mir auf jeden Fall, ich kann mir das eh nicht leisten. So. Ich will ja wieder plündern fahren. Ah, und ich wollte gucken, was bringt mir das denn jetzt? Das ist meine Monatsbilanz so schlecht. Kosten diese Säcke hier? Chinesische Krieger? Moment, wer seid ihr? Das sind die verrückten Religionsleute, die du eben bekommen hast, was du eben sagtest, glaube ich. Ja, kann ich die plündern schicken? Wahrscheinlich nicht. Die kannst du plündern. Na, plündern ist schwierig. Die wollen Land erobern gegen Heiden. Quatsch, gegen Leute, die nicht Nord sind. Okay, also mal gucken. Also plündern geht vielleicht auch, aber die wollen eher heilige Kriege führen. Das ist deren Ding. Wir können Tributpflicht herstellen, aber das bringt ja nicht so viel. Aber wieso kann ich denn endlich eh noch Kriege führen, wenn ich gar nicht die Ambition habe, Schwedenkönig zu werden? Ja, dann ist das in einer Claim. Ne, den habe ich hier schon durch Gotland eingesetzt. Wenn du, ja, gegen deinen Bruder kannst du, glaube ich, Krieg führen, weil du hast einen Anspruch auf das Land, was er bekommen hat, weil... Ja, nee, auch, achso, das ist, stimmt, ja, du hast recht. Was ist das hier? Die Eroberung von Suomi, das kann ich erheiden können. Ich kann angrenzende Grafschaften einfach so erobern, ne? Ja. Das könnte ich natürlich sonst einfach machen. Weißt du, dann marschiere ich jetzt einfach noch ein bisschen nach Osten. Mhm. Das ist zwar nicht besonders reich, aber... Aber schön. Ja, okay, die heiraten jetzt. Wie heißen die? Muskelfranzi und Normalo. Na gut. Damit sind wir jetzt offiziell Verbündete. Wo sind meine Truppen hin? Die sind jetzt gerade einfach verschwunden. Hast du gerade irgendeinen Krieg beendet? Nö, sie sind einfach, ich habe sie da hingeschickt, dann sind sie verschwunden. Okay, schade. Oh, ich habe irgendwie einen Freigriff. Moment, soll ich den kaufen? Wer ist denn Leami? Habe ich den im Gefängnis und seit wann? Ja, den könnt ihr wieder haben. 10 Gold nehme ich gerne. Du kannst Hirtmann werden. Das ist schön. Mir ist etwas Unangenehmes passiert. Ich habe einen meiner Grafen getötet. Der ging mir auf den Keks. Daraufhin wurde sein Land aufgeteilt, natürlich, unter all seinen Kindern. Es sind 3 Söhne. Also 3 volljährige Söhne quasi. Ja, nee, doch nicht. Also 2 volljährige Söhne, ein Kind, Sohn, also ein 6-Jähriger. Die sind jetzt alle meine Rivalen, weil ich ihren Vater umgebracht habe. Das ist relativ witzig. Naja, das sind jetzt alle meine Vasallen und sie hassen mich alle minus 100. Ich bin so eine Maschine übrigens, ich habe 23 Kampfkraft.
Das ist geil. Oh. Ja, ich habe ein schönes Ereignis. Ich lese mal vor. Als eure Männer von der Plünderung zurückkehren, übergibt euch einer von ihnen eine Axt mit einem merkwürdigen lila Schimmer und einem eingeritzten Pluszeichen im Griff. Und Scheiß? Ja, wirklich. Gefolgt von der Zahl 2. Ihr balanciert die Axt sorgfältig in euren Händen und schleudert schließlich eure alte graue Axt von euch und behaltet die neue Waffe. Ereignis, ich fühle mich stärker und bekomme plus 2 Kampfkunst. Das ist relativ witzig. Ach, ich warte mal, ich muss gerade mal gucken. Wäre das hier, Moment, ich muss gerade mal schauen. Ich möchte hier weiter ausbauen. Schanze aus Erde. Aufgebotsgröße plus 5% ist ja nicht so schlecht. Aber, ah, Markdorf gibt mehr Cash, ne? Hey. Dann bauen wir ein Markdorf. Geil. So, was halte ich noch? Das hier habe ich noch. Halte ich noch ein Markdorf, Übungsgelände. Ich würde gerne meinen Hafen vergrößern, aber... Dann brauchst du noch mehr Technologie in Schiffsbau für. Ach, Schiffsbau hier. Schiffsbau Stufe 2, okay. Wie schnell steigt das? Langsam. Oh, ich kann alles steigern außer Schiffsbau. Ja. Okay, das dauert noch eine Weile. Stehendes Heer dauert noch ewig, ne? Also Gefolge. Ja, also gerade am Anfang... Also ich habe jetzt 0 von 113. Ja. Oh, 200? Das ist Moment. Ach so, nee, die Kapazität 600, okay. Ja, das ist noch so eine Besonderheit. Ja gut, dann werde ich jetzt mal wieder plündern gehen. Oh, 10 Schiffe habe ich mittlerweile. Du packst dir die ganze Zeit hier Ostfriesland oder was? Nö, nee, Ostfriesland habe ich vorher geplündert und ich bin jetzt zweimal nach Kent gefahren. Da war so viel Gold, es hat gar nicht in einmal... Ich fahre nach Plauen. Plauen? Das gehört nicht dir, oder? Bestimmt nicht, das ist glaube ich sächsisch, oder? Oh, ich könnte natürlich, ich könnte dich die Flüsse auch einfach... Ich fahre nach, warte mal, ich fahre hier hin, das ist viel geiler. Schön nach Paris, hä? Nee, ich fahre schön nach Konstantinopel. Du musst halt auch überlegen, das sind ausgehobene Truppen, die kosten Geld. Meinst du, es dauert zu lange? Ja. Wirklich. Ja, aber so viel... Ja, doch, ist schon eher das Recht. Also du musst ja auch noch... Ich meine, dafür, dass du... Ich meine, wie viele Leute gehst du plündern? Dann kratzt 1000. Du auch nur an der... Okay. Du kratzt... Also, ich mach trotzdem 1 plus momentan. Also ich werde trotzdem englische Küste gucken oder halt irgendwo so Frankenland. Guck dich mal vielleicht in der Bretagne um. Es ist immer geil, einzelne Grafschaften zu plündern, weil die haben halt auch keine großen Armeen. Da setzt du dich dann rein... Und kannst auch die Tore knacken. Ja, okay. Dann fahren wir zu den Kanalinseln. Aber das ist tatsächlich von der Weite. Ja, okay, du hast recht. So viel weiter ist Konstantinopel nicht. Ja, aber die haben halt dafür eine motherfucking Riesenarmee. Cool, ich habe einen Bonus auf Technologie bekommen. Ach, mein Hof, meine eigene. Ich habe meine eigene Frau sonst so hingeschickt zum Bespitzeln. Also zum Technologie-Klauen. War ja auch immer so. Hauptsache, das Land ist schön grün. Dann kann die überall Sachen herholen. Meine Konkubine Hildegard, wir sprachen von ihr in der ersten Folge. Die ist meine, Hofspitzelin und sie spitzelt in Oberbayern. Also, Zack Fair sagt, Rom und Venedig wären gute Sachen, um sie zu plündern. Ja, sobald man genug Truppenstärke hat, ist das bestimmt. Genau, das meinte er, das hat er auch geschrieben, ja. Oh, die haben aber ganz gut Cash hier. Rom ist der Shit zum Plündern, weil man kann, es gibt die Wahrscheinlichkeit, den Papst zu inhaftieren. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, also aus der Perspektive dieses Spiels und dieses Herrschers, den Papst bei einem Blot zu opfern. Das finde ich relativ cool. Oh nein, meine Jungs verrecken. Wir verlieren 5% durch Hunger. Du bist... Oh, das ist heidnisches Land. Ja, finden wir nichts zu essen, oder was? Ja, irgendwie so. Ich glaube, vielleicht... Die Bäume machen gruselige Geräusche und so. Wieso kriege ich da noch kein Geld? Stimmt denn hier nicht? Du bist nicht plündern gefahren. Du musst. Ja, das ist scheiße. Man muss vorher. Ja, du musst, ich habe den Fehler gemacht, die nicht zu Plünderern zu machen. Genau, du musst aber leider in freundlichem Gebiet dafür sein. Ich Idiot. Oh, fuck. Das war natürlich eine geile Fahrt.
Na, wenn man den, den Papst beim Blood opfert, gibt es ein Achievement. Yeah! Ja, gut, so, Spieler. Achtest du mal hier kurz mit drauf? Ich geh mal ganz schnell. Ja, wir spielen halt mit Mods. Ja. Kannst du uns auch einen lustigen Griff ziehen? Ja, genau. Ich geh mal darüber. Aber wenn ich in dieses Mikro spreche, kann ich dazu die Maus bewegen und euch Dinge zeigen. Wir gehen jetzt mal auf Pause und gucken uns nochmal auch basismäßige Sachen an. So, es gibt eine ganz einfache Sache, zum Beispiel sieht man hier, wie man erkennt, dass ein Charakter cool ist. Wenn in diesem Fenster die meisten von diesen Traits grün sind und nicht rot, sind das gute Sachen. Es gibt eine ganz einfache Aufteilung, das ist, glaube ich, sortiert nach den 7 Todsünden. Hier, ne, sieht man hier im Text auch, die 6. Tugend, Humanitas, ist gütig und steht im Gegenpol zu Grausamkeit. Daran erkennt man, dass ein Charakter sich auch relativ cool entwickelt hat. Also es gibt zwar Minus auf Intrige, aber dieses Plus für die Vasallen, das ist extrem wichtig. Wenn man lange in seinem Land herrschen will, ist es total wichtig, dass man die Vasallen davon überzeugt, dass man selbst der coole Herrscher ist, weil nichts ist beschissener als eine Revolte im eigenen Land, während man sich gerade überlegt, irgendeinen riesen Herrscher anzugreifen. Weil dann kriegt man meistens halt einfach radikal auf den Sack. Wie gesagt, hier alles rot, grün meine ich. Hier mal random ihn, minus 10. Er ist zum Beispiel gierig. Gierig ist das Gegenteil von wohltätig. Und man weiß, man hat einen coolen Charakter entwickelt, wenn er das hat. Hier gibt es eine Besonderheit, dieser Charakter ist Meisterspieler. Das bringt uns auf noch eine Sache, über die wir vorher fast gar nicht geredet haben. Und zwar gibt es mit dem DLC Way of Life gibt es noch eine Möglichkeit mehr, was man mit seinem Charakter machen kann. So ein bisschen mehr Rollenspielelemente. Zack, Fair sagt das ganz richtig, nämlich gerade zum Beispiel Zecherei gibt es hier. Also man kann mit seinem Charakter jetzt so immer für 5 Jahre entscheiden, was soll in seinem Leben im Mittelpunkt stehen. Und diese Sachen hier, das sind so die Ausrichtungen, die man treffen kann. Die sind geordnet nach nach diesen Werten so quasi. Das hier sind beides so Kriegskunstwerte. Es gibt entweder mehr Kriegskunst oder ein bisschen weniger. Dafür wird es hier ersetzt durch Gesundheit. Wenn man sich für Zicherei entscheidet, das ist halt ein maximaler Diplomatiewert. Damit erhält man nicht nur direkt mehr Diplomatie, sondern man kann auch, angenommen, man hat jetzt hier den Beruf des Diplomaten, kann man, wenn man sich für Diplomatie entscheidet, auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit erlangen, dass man den Wert steigert, weil du dich quasi nur damit beschäftigst, wie kann man cool reden und was kann man für coole Sachen erzählen. Und Zecherei ist für noch was gut, man kann nämlich Gelage abhalten. Das kann man nur in Friedenszeiten, dann lädt man seine Vasallen so zu einer privaten Party ein und man säuft mit denen zusammen und dann mag man sich mehr. Kennt man aus dem echten Leben vielleicht auch. Alkohol beseitigt Feindschaften. Manchmal schafft es auch welche, aber in diesem Spiel sorgt es meistens für Freundschaften. Außerdem bekommt man dadurch zum Beispiel dieses Ding mit Meisterspieler. Man kann aber auch andere Punkte dadurch bekommen. Also in den meisten von diesen verschiedenen Fähigkeiten steckt am Ende noch ein Plus für diese Liste hier. Also man entwickelt sozusagen Hobbys. Hier kann man, wie gesagt, Meisterspieler werden, man kann auch Hedonist werden oder Lebenskünstler heißt es hier. Dann erfreut man sich an den Dingen des Lebens wie Essen, Trinken und Frauen, das findet man alles ziemlich, ziemlich schön. Das hier ist auch sehr cool, das ist so quasi die Richtung Familie. Man sieht erstmal, ja, es gibt 3 Vorteile dadurch. Einmal Diplomatie, Fruchtbarkeit ist auch ganz gut, vielleicht bei Erbteilung nicht so, aber bei Altersherrschaft auf jeden Fall. Gesundheit ist im Alter sehr wichtig. Und auch noch wichtig ist, wenn man als Familie herrscht, dann, also wenn man als Familie herrscht, heißt so wie, wenn das Land erstmal ein paar Mal aufgeteilt ist und man hat viele Vasallen, die zur eigenen Familie gehören und man folgt dem Familienfokus, dann kann man der Patriarch der Familie werden, also das unangefochtene Oberhaupt. Und das gibt bei allen in der Dynastie Vorteile. Das ist halt dann sehr wichtig, wenn man viele Vasallen davon hat. Die beiden Sachen finde ich persönlich am unwichtigsten. Also Theologie und Bildung finde ich relativ egal. Es gibt bei Gelehrsamkeit was Geiles. Du kannst ein Observatorium bauen und dann deinen Wissensskill dadurch hart nach oben pushen.
Hier gibt es ganz, ganz wenig Ereignisse und darum finde ich das Unwichtigste. Manchmal gibt es ein bisschen Theologie plus, aber eigentlich scheiß drauf. Vor allem, was ich sehr schade finde, dass es gibt das nicht so speziell für den verschiedenen Glauben. Theologie ist sehr ausgerichtet auf den Christenglauben und da passiert nicht so viel Cooles bei, wenn du das als Nord spielst. Da liest du auch Bücher über Christen, voll scheiße. Wirtschaft ist der Shit, finde ich. Da kann man nämlich eine Expedition starten und dann macht man richtig viel Asche, wenn es gut läuft. Kann aber auch noch hinten losgehen. Herrschaft ist cool, um den Verwaltungswert zu pushen. Da, wenn man gerade damit kratzt, dass man zu wenig Provinzen hat, dann kann man, also dass man zu viele Provinzen hat, dann kann man hier mit seinen Wert hochtreiben. Erstmal plus 3 ist geil und da gibt es auch Ereignisse, die das hochbringen. Intrige ist super dafür, wenn man Vasallen loswerden will, die man scheiße findet, man will deren Land haben. Da kann man denen so lange nachspionieren, bis man irgendwas findet, was es lohnt, sie dafür in den Kerker zu sperren. Und wenn es gut läuft, starten sie eine Rebellion und dann schlägt man sie nieder und kann ihnen dann den Titel entziehen. Verführung ist relativ witzig, finde ich, fürs Spielelement als Rollenspiel, aber taktisch total beschissen, weil man total viele Kinder zeugt, die man alle nicht braucht. Jagd ist geil für den Hund, der gibt nochmal mehr Gesundheit. Ja, bitteschön. Wir müssen das selber nochmal machen, weil ich jetzt aufs Klo. So, Wachablösung. Ich hoffe, es war schön mit Emil. Ich habe ihn die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, also wir wohnen zusammen und haben halt das Hobby, dass wir beide zocken und er spielt halt auch viel Hearthstone, das habe ich irgendwann mal wieder aufgehört und ich habe nur gerade gehört, dass er die ganze Zeit geredet hat. So, ich muss mal kurz gucken, was der Chat hier festgestellt hat. Gelage sind geil, das habe ich auch schon gemacht, das stimmt. Das hat, ich weiß nicht, ob Emil das erzählt hat, hat er bestimmt, ne, wenn man hier Zecherei als Treat nimmt. Das ist halt nicht schlecht. So, ja, jetzt muss ich mal gucken. Die Folgenlänge ist bestimmt schon 1000 überschritten. Und mit Intrige kann man andere aus feindlichen Gefängnissen befreien. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. So, mal schauen. Sind alle Kinder noch da? Oh, 6 Zuschauer sind noch da. Zack, Fair ist auch geblieben. Das freut mich. Bettchen ist auch geblieben. Die sind doch alle neu. Das ist ja verrückt. Wikinger-mäßig, das ist jetzt ein bisschen. Wir trinken übrigens kein Met, das ist, also für die Leute, die streamen, ihr wisst, wie spät es ist. Es ist jetzt gerade Sonntagabend, aber noch relativ früh. Und während wir streamen, trinken wir natürlich das ein oder andere Bier, müsst ihr euch nicht wundern. Und wir trinken nicht Turbo 1000 Bier, wir trinken ein paar Bier, die der liebe Emil eben sogar noch aus dem Kiosk geholt hat. Wir wohnen ja in Bielefeld. Und ja, das Bier ist jetzt alle, deswegen bin ich jetzt mal auf Whisky umgestiegen. So, jetzt kommt auch wieder. Dann kann ich nämlich jetzt auch endlich diese Folge beenden und kann auch mal meine Stoppuhr zurücksetzen. Ja, guck mal, jetzt hat sich der Schlingel auch noch was zu knabbern geholt. Was ihr, glaube ich, sogar hört, ne? Weil ich ja das Noise-Gate rausnehmen musste. Oh! Und sein Mikro ist kaputt. Moment. Dann beende ich erst die Folge, bevor du was sagen darfst. Und alles Weitere, ich gehe wieder plündern und... Ach, in diesem Spiel passiert dauernd was. Guckt es euch einfach nächstes Mal an, es wird super cool. Vielleicht vergesse ich dann auch nicht, meine Plünderer zu plündern zu machen. Und wie wir zu Crusader Kings 2 kamen, werde ich dann gleich auch erzählen. Und, oh, Mr. Tuny hat sogar Whisky mit Y geschrieben, das finde ich gut. Nicht mit EY. Ja, keine Amis, wir trinken irischen Whisky. Vorbei. Ja, stimmt, wir trinken Paddy, der ist tatsächlich irisch. Und vor allem, wie er geschrieben ist, Alter. Ja, stimmt. Oh, mit EY, verdammt. Gut, wir müssen kurz diese Folge beenden, bis.